Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Senat beschließt Maskenpflicht für Einzelhandel. Lichtenberger Seniorenwohnhaus wegen Corona-Fall geräumt. Und das Wetter? Morgen erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken. Zum Abend hin kann es bei maximal 19 Grad auch zu Regenschauern kommen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am 28. April 2020. Der Berliner Senat hat in seiner heutigen Sitzung eine Maskenpflicht für den Einzelhandel beschlossen. Dieser Beschluss gelte bereits ab Mittwoch. Innensenator Andreas Geisel erklärte, dass die Ausweitung der Maskenpflicht vor allem wegen des Arbeitsschutzes für die Beschäftigten beschlossen wurde. Diese seien in der Regel einer besonders hohen Ansteckungsgefahr ausgesetzt. Mit dem Beschluss ist Berlin das letzte Bundesland, das die Maskenpflicht nun auch auf den Einzelhandel ausweitet. Bereits seit Montag gilt in der Hauptstadt die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Für Geschäfte hatte der rot-rot-grüne Senat zunächst auf eine solche Vorgabe verzichtet und es bei einer dringenden Empfehlung belassen. Virologen zufolge kann ein Mund-Nasen-Schutz verhindern, dass der Träger andere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Dies würde wesentlich dazu beitragen, die Ausbreitung des neuartigen Virus zu verhindern. Wegen mehrerer Corona-Infektionen musste ein Lichtenberger Seniorenwohnhaus in der Nacht zum Dienstag komplett geräumt werden. Alle Bewohner seien in verschiedene Krankenhäuser transportiert worden, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Davon seien mindestens 28 von ihnen an Covid-19 erkrankt. Drei Patienten befänden sich in einem kritischen Zustand. Um den 20. April herum sei zunächst ein Bewohner positiv auf das neuartige Virus getestet worden. Daraufhin wurden alle anderen Senioren ebenfalls einem Corona-Test unterzogen. Derzeit ist nach Erkenntnissen des Leiters der Pflegedienststelle aber noch offen, wie viele Menschen sich wirklich mit dem Virus infiziert haben. Auch wie es zu dem Ausbruch in der Einrichtung kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar. Laut Angaben der Senatsverwaltung für Gesundheit gab es bislang in 48 Berliner Senioreneinrichtungen Corona-Fälle. Dabei wurden 186 Bewohner positiv getestet, wovon 38 an der Erkrankung gestorben seien. Die Berliner Polizei soll am 1. Mai konsequent Verstöße gegen die aktuelle Verordnung zum Infektionsschutzgesetz verhindern. Das kündigte Innensenator Andreas Geisel am Dienstag nach der Senatssitzung an. Insbesondere in Friedrichshain-Kreuzberg sind Geisel zufolge Auseinandersetzungen zu erwarten, wenn er den linksradikalen Ankündigungen Glauben schenken könne. Der Infektionsschutz, der am 1. Mai in diesem Jahr besonders dominiere, bedeute für die Polizei, dass sie mit großer Konsequenz vorgehen müsse. Berlins Kultursenator Klaus Lederer hat sich für den 8. Mai als bundesweiten Feiertag ausgesprochen. Der Tag von Kriegsende und Befreiung im Jahr 1945 müsste ein größeres Gewicht bekommen und in jedem Jahr als gesetzlicher Feiertag begangen werden, sagte der linken Politiker. Mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht endete 1945 der Zweite Weltkrieg. Zum 75. Jahrestag ist der 8. Mai in diesem Jahr ein Feiertag in Berlin. Laut Lederer gäbe es keinen besseren Ort, um den Sieg über den Faschismus zu feiern. Infolge der Corona-Pandemie wird es aber keine großen Veranstaltungen am Brandenburger Tor und an anderen historischen Orten geben. Kommen wir nun zu den Wetteraussichten. Nach dem heutigen sonnigen Tag ist in der Nacht endlich mit dem erhofften Regen zu rechnen. Bei dichten Wolken sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte von 10 Grad. Die Wochenmitte beginnt mit einem bedeckten Himmel. Im Verlauf des Tages ist die Sonne dann immer wieder kurz zu sehen. Bei Temperaturen um die 19 Grad ist aber insgesamt von einem grauen Tag auszugehen. Gegen Abend können immer mal wieder Regenschauer aufziehen. Ähnlich grau bleibt das Wetter auch in den kommenden Tagen. Am Donnerstag ist den ganzen Tag mit leichtem Regen zu rechnen. Das Thermometer schafft es auf maximal 17 Grad, dazu wird es windig. Freitag bleibt der Himmel bei gleichbleibenden Temperaturen bewölkt. Allerdings sinkt die Regenwahrscheinlichkeit und es bleibt überwiegend trocken. Zum Beginn des Wochenendes kühlt es sich dann nochmal merklich ab. Wir können mit maximal 13 Grad und erneut windigen Regenschauern rechnen. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und bis morgen.